Moin und hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem zweiten Spieltag. Am Sonnabend begrüßen wir Hertha BSC hier zum Topspiel 20.30 Uhr und das erstmals in der Uwe Seeler Allee 9. Freut uns sehr, also Topspiel gleich in mehrfacher Hinsicht. Bei mir ist unser Cheftrainer Steffen Baumgart. Moin, Steffen, wie sieht's aus beim Personal? Ja, hallo erstmal. Gibt, glaube ich, Matteo Raab ist auf dem Weg der Besserung. Da hoffen wir, dass er nächste Woche wieder einsteigt. Und Bobby ist im Mannschaftstraining. Ich glaube, das sind die beiden Sachen, die wichtig sind. Alles Weitere dann, glaube ich, am schnellsten mit Ihren Fragen. Vielen Dank, bis gleich. Auf geht's, Wolfgang Stephan, Nordsee-Zeitung. Ja, moin moin. Herr Baumgart, mit Silvan Hefti haben Sie Ihren gewünschten Rechtsverteidiger bekommen. Sind Sie jetzt mit dem Kader voll zufrieden, so wie er jetzt ist, oder gibt es noch Wünsche? Wenn ja, für welche Position? Also realistische Wünsche natürlich. Realistische Wünsche, also meine Wünsche sind immer realistisch, aber ich war bisher immer zufrieden mit dem Kader. Ich glaube, Sie haben noch nie was anderes gehört von mir, dass Hefti jetzt das geklappt hat, da haben wir lange dran gearbeitet. Ich bin immer vorsichtig mit den sogenannten Wunschspielern, weil das ist nicht mein Wunschspieler, sondern ich hoffe, das ist der Wunschspieler vom HSV. Und das ist immer ganz wichtig, dass das jetzt nicht nur ein Spieler ist, den der Trainer will, sondern dass wir den alle wollen, das wollen wir. Und dann gucken wir mal, aber ich war vorher mit dem Kader zufrieden und bin jetzt natürlich ein Stück noch zufriedener. Bevor das nächste Handzeichen kommt, ich habe eine Sache vergessen, obwohl sie eigentlich selbstverständlich ist, 57.000 ausverkauft. Aber ich glaube, das ist klar, knapp 6.000 Gästefans. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Sie haben die beiden Personalien ja schon gesundheitlich angerissen. Können Sie es noch ein bisschen detaillierter ausführen? Raab hat dann wahrscheinlich noch mal Untersuchung gehabt und sieht alles so aus, dass man das jetzt Stück für Stück steigert und Glatzel war ja heute das erste Mal bei der Mannschaft und wie sehen Sie da so einen Weg? Also die haben ja alles beantwortet, was soll ich jetzt, wie hätten Sie es jetzt gern? Also bei Matteo ist es so, dass wir, ich sag mal, wenn du davon ausgehst, dass es relativ kurzfristig ist und dann wird es langfristig und dann kommen wir in eine Situation, wo wir nicht oder wo der Heilungsprozess nicht so schnell ist, wie wir ihn erwartet haben. Das ist doch klar, dass wir ein bisschen vorsichtiger sind im Gesamten. Deswegen nochmal, er ist nicht nur auf dem Weg der Besserung, sondern wir gehen davon aus, dass er nächste Woche ins Training einsteigt. Und dann werden wir uns das nächste Woche auch erstmal angucken. Ich glaube, das ist ganz normal. Und bei Bobby hat jetzt ein sehr, sehr gutes Aufbautraining gehabt. Aus meiner Sicht hätte ich es gerne schneller gehabt. Ging aber nicht. Wir haben es dann auch vernünftig gehandhabt. Sind froh, dass er heute das erste Mal wirklich im Mannschaftstraining komplett dabei war. Und das ist der Stand. Wenn Sie mir jetzt noch sagen, was Sie dann noch wissen wollen, ist, dann gehen wir davon aus, wenn jemand mittrainiert, dann könnte er im Kader sein, könnte spielen, könnte auch, so wie ich es dann meistens handhabe, nicht dabei sein, weil wir ihn dann in der nächsten Woche dann weiter auftrainieren wollen. Wenn ich jetzt sage, lassen Sie sich überraschen, ich warf die Eier nicht rum, Bobby wird nicht im Kader sein, sondern Bobby wird dann Richtung Meppen nicht nur eine Option sein, sondern da wollen wir gucken, wie weit es geht. Aber das haben Sie, glaube ich, jetzt in der letzten Zeit mitgekriegt, dass ich es am liebsten so handhabe. Und das wäre gut, wenn wir nicht die Risiken zu groß gehen. Dafür ist Devi immer fitter, falls es auch einen interessiert. Stefan Walter fürs Hamburger Abendblatt. Moin, Herr Baumgart, die Vorlage würde ich gerne aufgreifen. Wie fit ist denn Devi und für wie viel Einsatzzeit reicht es denn jetzt schon gegen Hertha? Für Hertha wird es von Anfang an reichen. Die Frage ist halt, ob wir es bei der Mannschaft belassen, die erfolgreich in Köln gespielt hat, weil sie es auch verdient hat, oder ob wir Wechsel vornehmen. Das ist eigentlich das Einzige. Aber ich bin der Meinung, er könnte von Anfang an spielen. Würde keine 90 Minuten durchhalten. Aber deswegen würde ich sagen, das lassen wir uns noch offen. Gehen Sie mal davon aus, dass die Aufstellung sich nicht so groß verändern wird, wie die Anfangsaufstellung in Köln war. Trotzdem hätten wir die Möglichkeit, da relativ früh und relativ schnell nicht nur zu reagieren, sondern auch von Anfang an bringen zu können. Thomas Hörner für die Süddeutsche Zeitung. Hallo Herr Baumgart, zuletzt ist viel debattiert worden über Anpassungen an den Gegner mit sehr guten Ergebnissen Köln. Würden Sie sagen, dass das noch höhere Priorität genießt jetzt in den Anfangswochen der neuen Saison, bis Ihre Spielprinzipien bis zum letzten Winkel des Kopfes der Spieler verinnerlicht sind? Oder ist das etwas, worauf Sie die ganze Saison in der Art und Weise zurückgreifen wollen? Wir wollen in der ganzen Saison darauf zurückgreifen. Es wird ja immer sehr gerne gesagt, was Trainer spielen, welchen Stil sie haben, was sie bevorzugen, was sie wollen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wir alle in der Lage sind, uns
nicht nur anzupassen, das ist nicht eine Anpassung, sondern auf den Gegner zu reagieren. Das wollen wir, das haben wir nicht nur umsonst in Köln gemacht, sondern wir haben gesagt, okay, wir müssen gucken, dass wir immer wieder auch die Stärken und Schwächen des Gegners für uns erkennen und dementsprechend wollen wir agieren und reagieren, hoffen dann natürlich oft, die richtige Lösung zu haben, wird uns nicht immer gelingen, aber wir arbeiten dran. Deswegen wird es immer Anpassungen geben und auch immer wieder Veränderungen in der Art, wie wir vielleicht das ein oder andere Spiel angehen. Babak Milani für die Bild-Zeitung. Moin, Herr Baumgart. Wie schwer fällt Ihnen das Woche für Woche, weil Sie so einen prall gefüllten Kader haben, einigen Jungs zu sagen, heute leider nur Tribüne oder ihr kommt nicht mit? Ich bin mir relativ sicher, dass es zu meinen Aufgaben gehört, auch diese schwierigen Entscheidungen zu treffen. Ich habe mir immer gewünscht, nicht nur Trainer zu sein, sondern Cheftrainer zu sein. Also musst du diese Entscheidung treffen. Ich glaube, es ist für die Jungs dann eher schwieriger, mit diesen Entscheidungen zu leben. Deswegen hoffe ich, dass ich so offen und klar bin, dass ich es ihnen nicht nur erklären kann, sondern dass sie es auch verstehen. Viel wichtiger ist, dass sie mit den Entscheidungen nicht nur leben und akzeptieren, sondern dass sie sich halt dementsprechend auch verhalten, was das denn auch angeht. Den Platz kann man sich auch wiedererkämpfen. Es ist nie eine einfache Situation, jemanden zu sagen, der gut trainiert. Ich nehme Oliveira, der sich aus meiner Sicht nicht zu Schulden kommen lässt, der nicht nur sehr gut trainiert, der einer unserer talentiertesten Jungs ist, den zu sagen, dass er so wie letzte Woche nicht im Kader dabei ist. Das sollte mir auch schwerfallen. Deswegen sind wir da sehr offen, mit den, nicht nur mit den Erklärungen, sondern hoffen, dass wir da auch die richtigen Worte finden, um die Jungs dann wirklich auch dran zu halten und ihnen auch zu den Weg aufzuzeigen, den sie machen. Den machen sie, das Gefühl habe ich. Aber um die Frage kurz zu machen, jedem Trainer fällt es schwer, solche Entscheidungen immer wieder zu treffen, gehören aber zu meinem Job. Gibst du das Mikro einmal nach hinten? Kai-Uwe Hesse nochmal für die Bild. Was man so beim Training sehen konnte, hat Hefti sich ja sehr gut eingefügt. Sie haben ihm ja gleich, sage ich mal, ein paar Hilfestellungen gegeben, um auch so die taktischen Aufgaben auf der rechten Seite richtig umzusetzen. Auch wenn sie in Köln gewonnen haben, der wäre wahrscheinlich startelfreif, ne? Ja, aber das sind ja wirklich, also wir haben ja gerade über die Dichte des Kaders gesprochen. Also das Gute ist ja, dass wir wirklich im Moment eine Dichte haben, dass wenn der ein oder andere, toi toi toi, hoffen wir, dass uns das nicht passiert, ausfällt, dass wir jederzeit sehr, sehr gut reagieren können und das könnten wir. Aber nochmal, ich finde es schwierig, der Junge ist jetzt 3-4 Tage hier und da bin ich relativ klar drin, Backer wird, wenn er sich morgen gesund meldet und am Samstag auch das Spiel beginnt. Und ich gehe davon aus, dass Hefti dann ein Kandidat ist, der dann reinkommt und dann eher zur nächsten Woche dann eine neue Rolle vielleicht einnimmt. Klaas Hennig für die dpa. Vielleicht mal ein Wort zum Gegner. Wie schätzen Sie Hertha BSC ein, auch wenn es jetzt letzte Woche mit einem Fehlstart begonnen hat? Was halten Sie davon und wie schätzen Sie auch den Trainer ein, den neuen? Also erstmal finde ich das schwierig, dass man nach einem Spiel von Fehlstart redet. Also nochmal, wir haben jetzt keinen guten Start hingelegt, sondern wir hatten, naja, ist es halt so. Also ein Start, verstehen Sie mich nicht falsch, eine Startphase im Fußball, die ist schon ein bisschen länger als nur ein Spiel. Na klar hätte man sich das aus Berliner Sicht anders gewünscht. Ich glaube, das gehört aber im Fußball dazu, weil die Ausgeglichenheit dieser Liga hat, glaube ich, schon am ersten Spieltag gezeigt, wie eng das alles ist. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir in Köln gewonnen haben, dann freuen wir uns, wissen aber, hätte auch anders ausgehen können. Also deswegen sehe ich das nicht so dramatisch. Hertha wird eine der Mannschaften sein, die aus meiner Sicht mit um den Aufstieg spielen werden, auch nicht nur vom Kader her, sondern vom Trainer her. Fiallo hat eine ganz klare Handschrift, weiß genau, was er will, weiß, wie er die Jungs anpacken muss. Hab noch nie gehört, dass er irgendeine Mannschaft nicht erreicht. Kommt auch noch eine persönliche Sympathie dazu und deswegen gehe ich davon aus, dass Hertha sich von dem einen Spiel jetzt nicht beeindrucken lässt, sondern daraus Lehren zieht, wo wir natürlich gucken müssen, dass wir sie nicht zulassen wollen. Wird ein Spiel auf Augenhöhe, wird kein Spiel, wo ich einen klaren Favoriten sehe, sondern wir wollen unser Heimspiel gewinnen. Und Hertha will natürlich in die Saison reinkommen. Ich glaube, das ist normal. Für uns geht es darum, und jetzt bin ich dann wieder bei uns, unsere Dinge umzusetzen, durchzusetzen, um dann, wenn es geht, hier im vollen Haus oder vollen Volkspark dann wirklich auch die Punkte hier zu lassen. Stefan Walter nochmal fürs Abendblatt. Ich würde auch gerne beim Gegner bleiben. Hertha spielt ja ein bisschen anderen Fußball als noch unter Pal Dardai, sind aber auf den Außenpositionen trotzdem gleich besetzt wie noch in der vergangenen Saison. Sehen Sie da gerade für Ihre Mannschaft auch die größten Möglichkeiten, auf den Außen durchzubrechen, gerade auch mit Hinblick auf Fabian Reese, der ausfällt?
Also, dass Fabian für die Mannschaft sehr wichtig ist, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, das Bobby für uns auch. Ich finde es immer schwierig, wenn Sie jetzt sagen, sehe ich da die größten Möglichkeiten über außen durchzusetzen. Ich sehe ein Spiel über 96 Minuten mit hoher Wahrscheinlichkeit, wo wir versuchen wollen, das ein oder andere auszunutzen. Wir haben, gerade wenn wir jetzt mal das letzte Spiel nehmen gegen Nürnberg, wo Fiallo Trainer war, da fand ich, hat er ja schon eine Idee gehabt, wie er uns bespielen kann. Da ist vieles für uns mitgelaufen, also deswegen. Also es gibt jetzt nicht die oder die Situation. Am Ende wollen wir unseren Fußball umsetzen, durchsetzen. Das hat nicht immer was mit Hertha zu tun, sondern wie wollen wir spielen. Da wollen wir ganz klar gucken, dass wir offensiv agieren, dass wir mutig sind, wissen aber auch, dass Hertha in der Lage ist, wenn du sie lässt, guten Fußball zu spielen. Aber es gibt da nicht die Position oder die Position, sondern am Ende werden wir sehen, ob wir die guten Lösungen gefunden haben. Und ich gehe davon aus, dass mein Gegner das auch möchte. Lars Pegelow für NDR 90,3. Hallo Herr Baumgart, ich habe mal eine olympische Frage. Ich weiß nicht, ob vielleicht kann ich Sie ja mitnehmen in dem Gedankengang. Jetzt ist es ja so, dass gerade bei den Spielen unglaublich viele deutsche Mannschaften erfolgreich sind, ob das jetzt im Basketball ist oder Handball gestern oder Hockey oder wie auch immer. Ist das eigentlich etwas, wo, ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen nicht nur Fußball, sondern allgemein auch Mannschaft und so sportbegeistert sind, wo Sie eine Inspiration irgendwie mitnehmen können oder ist das eine eigene Welt, weil das auch ein besonderer Wettbewerb ist? Also erstmal bin ich ja ein Mannschaftssportler, das heißt, mich sehen Sie oft, ne? Mich haben Sie oft beim Eishockey gesehen, ich bin Handballfan, das betone ich immer wieder, gucke mir fast jedes Handballspiel an, was ich sehen kann. Also von der Warte drücke ich nicht nur die Daumen, sondern bin dann auch Fan. Dann kommt noch dazu, dass ich finde, dass die Deutschen insgesamt eine sehr, sehr gute Olympiade vor sich haben und das in allen Sportarten, also nicht nur in der einen Sportart oder in Mannschaftssportarten, sondern insgesamt. Und ich finde, Sport sollte immer inspirieren. Also ich kann jetzt aber nicht sagen, mich inspiriert der Handball mehr als der Feldhockey. Also ganz so ist es nicht. Also ich gucke Sport gerne, ich gucke Olympia gerne. Ich sehe gerne unsere Erfolge, sehe auch die Dramen, die passieren, die im Sport dazugehören. Aber das liegt eher daran, dass ich insgesamt ein Sportfan bin und Mannschaftssportler. Und dazu zähle ich mich. Also die gucken, glaube ich, immer Mannschaftssport, gucken, wie agiert wird, wie gemacht wird. Aber Inspiration, also ich werde jetzt nicht Handball gucken und dann morgen hingehen und sagen, wir machen das so. Ich glaube, da bin ich dann eher Fan am Fernseher und gucke, was ich für mich gut finde und was ich nicht gut finde. Gibt es noch eine Frage, die inspiriert? Bei Fragen? Interessant. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank für das Interesse und dann spätestens bis Sonnabend im Volkspark. Dankeschön.